Ich bin der Daniel Diem aus Zeil. Ich bewirtschafte mit meiner Familie einen Ackerbaubetrieb direkt in Zeil. So, hallo, ich bin der Roland Meder. Ich bewirtschafte einen Ackerbaubetrieb auf der anderen Mainseite in Knetzgau in Sichtweite der Brauerei Göller. Hallo, mein Name ist Stefan Hederich und wir bewirtschaften in Zeil am Main zusammen mit unserem Sohn einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb, mit dem wir unter anderem auch Braugerste anbauen. Die letzten 15 Jahre haben wir sehr, sehr gut mit der Brauerei Göller zusammengearbeitet, haben hier Braugerste jedes Jahr im Anbau. Regionalität ist ganz wichtig, erst einmal von der Preiskosten her. Es muss jetzt hier und her gekarrt werden und es wird auch gleich hier verarbeitet. Und zudem ist es bei uns noch einmal so, das Bier kommt wieder zurück und wird bei uns in der Gastwirtschaft in Mäderscheune weiter verarbeitet und weiter ausgeschenkt. Die Melzerei ist in Schweinfurt oder Bamberg. Also die Gerste wird nicht um die halbe Welt gekarrt, sondern wir haben wirklich hier vor Ort die Wertschöpfung und die Brauerei Göller macht dann ein tolles Bier draus. Bei der Bierproduktion fällt ja auch Reben dann an, auch die tun wir dann von der Brauerei Göller zurücknehmen und füttern dann bei uns im Betrieb die Tiere, also im Speziellen die Mastbullen. Und dadurch schließt sich sehr gut der Nährstoffkreislauf wieder und die ganzen Sachen sind sehr regional angelegt. Andere reden darüber, über Regionalität und kleine Kreisläufe, kurze Wege. Wir machen es hier in Zeil. Immer wenn die Möglichkeit besteht, versuchen wir mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten. Und bei der Braugerste haben wir die schöne Besonderheit, dass diese in 3 Kilometer Umkreis in die Brauerei für uns angebaut wird. Um gutes Bier machen zu können, dafür braucht man natürlich auch gute Rohstoffe. Und deshalb ist uns die Zusammenarbeit, die langjährige Zusammenarbeit mit den Landwirten und natürlich auch der enge Draht zur Melzerei besonders wichtig. Und das gibt uns natürlich auch ein gewisses Vertrauen, dass wir wirklich bloß Braugerste mit höchster Qualität angeliefert bekommen. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten aus der Umgebung hat unser Vater vor ca. 15 Jahren begonnen. Wir kommen aus der Zusammenarbeit, aus der sogenannten Lohnumwälzung, einen sehr großen Anteil unseres Malzbedarfs. Ich und meine Brüder sind uns sicher und streben an, diese Zusammenarbeit noch weiterzuführen. Also Prost! Prost! Prost. Prost. Zum Wohl! Zum Wohl! Ernte gut, alles gut.